Hallo, mein Name ist André. Ich zeige euch heute, was damit gemeint ist, wenn in den technischen Daten unserer Reihenklemmen von einem starren oder flexiblen Leiter die Rede ist und inwieweit dabei die Leiterklassen nach IEC oder DIN EN 60228 beachtet werden. Viel Spaß beim Zuschauen. Phoenix Contact gibt bei den Reihenklemmen das Anschlussvermögen unterteilt in den Leiterquerschnitt für starre und flexible Leiter an. Was ist nun also damit gemeint? Ein Leiter der Klasse 1 ist ein eindrehtiger Leiter. Dies ist ein starrer Leiter. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er auch oft als massiver Leiter bezeichnet. Ein Leiter der Klasse 2 ist ein mehrdrehtiger Leiter. Diesen Leiter bezeichnen wir ebenfalls als starren Leiter. Ein Leiter der Klasse 5 ist ein feindrehtiger Leiter. Dies ist ein flexibler Leiter. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird in diesem Zusammenhang auch oft vom Verdrahtungslitze gesprochen. Zusammenfassend sind also mit der Angabe starrer Leiter ein Leiter der Klasse 1 und der Klasse 2 gemeint. Mit der Angabe flexibler Leiter ist ein Leiter der Klasse 5 gemeint. So, das war es zum Thema Leiterarten. Habt ihr Feedback für uns? Dann schreibt es unten in die Kommentare.